Zum ersten Mal hat dieser Hass in Deutschland einen Schiedsrichter beinahe das Leben gekostet. Tatort Landesliga Niederrhein. In schwarzen Trikots wattern Spohr Mülheim. Vor einer Woche wurde die Begegnung gegen den VfB Homberg zu einem der schwärzesten Tage in der deutschen Fußballgeschichte. Eine explosive Begegnung. Unzählige Fouls, 13 gelbe Karten allein in der ersten Halbzeit, dann zweimal gelb-rot. Da drehen Spieler und Fans durch. 77. Minute. Der Schiedsrichter wird so schlimm zusammengeschlagen, dass er auf dem Rasen mit dem Tod ringt. Eine umstrittene Abseitsentscheidung ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Der Linienrichter hebt die Fahne, der Schiedsrichter lässt weiterspielen und der VfB Homberg schießt das 2:1. Erst jetzt pfeift der Unparteiische und erkennt auf Tor. So, daraufhin hat sich dann die verbleibenden Spieler von Wattenspor Mülheim haben sich dann formiert und sind mit einer Knubbel hinter dem Schiedsrichter hergelaufen. Der hat das bemerkt, hat sich umgedreht und ist dann rückwärts von den Spielern weggelaufen. Der Schiedsrichter rennt wie um sein Leben, verfolgt von 9 Spielern und mindestens 2 Fans. Einer der Spieler bringt ihn zu Fall. Faustschläge, Tritte und immer wieder wird der Kopf des Schiedsrichters zur Zielscheibe. Ich habe dann direkt den ersten Tritt am Hals abgekriegt und dann habe ich auch sofort gesehen, wie bedrohlich die Situation für den Schiedsrichter war, weil der Mund stand halb offen, die Augen waren verkrampft auf und in dem Moment habe ich mich dann über den Schiedsrichter gebeugt, damit wenigstens der Kopf einigermaßen gebeugt heißt, ihn von den anderen Schlägen geschützt. Ich habe so der Kopf lag direkt zwischen meinen Beinen und dann kamen eben nur diverse Tritte. Herr Kandem ist hier rübergelaufen und der erkannte dann auch direkt sofort, dass er also die Zunge im Hals stecken hatte. Das Problem für uns war dann eben, den Kiefer etwas auseinander zu kriegen. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie ist es uns scheinbar dann gelungen. Der Armin konnte dann mit dem Finger noch reingehen und konnte die Zunge also dann lösen. Und danach konnte man auch also wirklich feststellen, dass also er konnte nicht gut atmen, aber er konnte besser atmen. Lebensgefährlich verletzt kommt der Unparteiische ins Krankenhaus. Ein Fall für die Mordkommission. Die Entwicklung nahm erst dann den richtigen Verlauf, als man die Verletzung des Schiedsrichters im ganzen Ausmaß überblickte. Sie müssen sich so vorstellen, zunächst einmal Randale ist heutzutage sehr oft auf den Fußballplätzen vorhanden und auch leider festzustellen. Und als sich das Ausmaß der Verletzung herausstellte, durch die Befragung der Ärzte im Krankenhaus, erst da wusste man, Moment, also hier muss man schon von einem Kapitaldelikt ausgehen. Und das hat dann noch dazu geführt, dass man noch in der gleichen Nacht, also wenige Stunden nach dem Fußballspiel, tätig geworden ist und hat einen der ersten Täter, gegen den ja später auch Haftbefehl erlassen wurde, noch in Mülheim an der Ruhr festgenommen. Wir haben dann sofort hier in Duisburg mit einer Sonderkommission gearbeitet, sodass wir relativ schnell und zügig die Zeugen angehen konnten. Und am nächsten Tag stand der grobe Sachverhalt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir den zweiten Haupttäter festnehmen konnten. Und der hat ebenfalls dann einen Haftbefehl wegen versuchter Tötung erhalten. Die Polizei ermittelt sogar gegen einen der Spieler von Wattenspor wegen Körperverletzung. Ich sag mal, ganze südländische Leute sind viel mehr temperamentvoller gegenüber, weil ich auch selber seit 22 Jahren in Deutschland lebe, dass die mehr Temperament haben in dem Spiel. Wir müssen mit einem Image leben jetzt, das wir uns in 10 Jahren aufgebaut haben, das gut war, das innerhalb von Sekunden durch solche Chaoten vernichtet worden ist. Chaoten, wie es sie überall gibt. Und zum ersten Mal hat diese falsch verstandene Begeisterung einen Unparteiischen fast das Leben gekostet. Carsten B., im Hauptberuf Lehrer, auf dem Platz gejagter von aufgebrachten Spielern und Fans, die jede Kontrolle über sich selbst verloren haben.